Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch in der vergangenen Nacht ist es in Rostock wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen. Hunderte Gewalttäter lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Vor dem geräumten Asylbewerberheim wurden die Sicherheitskräfte mit großer Brutalität angegriffen. Polizisten aus den alten Bundesländern sagten, sie hätten derart gewalttätige Krawalle noch nicht erlebt. Bei den Behörden hieß es, Rostock sei in den vergangenen Tagen zum Sammelplatz von Rechtsradikalen aus dem gesamten Bundesgebiet geworden. Von den insgesamt 250 Festgenommenen stammt etwa die Hälfte aus Mecklenburg-Vorpommern. 14 Haftbefehle wurden bislang verkündet. Erst heute Mittag zogen nun tatsächlich die letzten Vietnamesen aus dem Hochhaustrakt in Rostock-Lichtenhagen. Sie, die hier schon lange als Gastarbeiter lebten, hatten unmittelbar neben dem umstrittenen Asylbewerberheim gewohnt. Das aber hatte in der vergangenen Nacht die Steinewerfer nicht mehr interessiert. Sie wollten den Bundesgrenzschutz provozieren. Steine und Ausländer-Rausparolen waren da willkommenes Mittel zum Zweck. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, trieb die Menge immer wieder hin und her und konnte die Eskalation kurz vor Mitternacht doch nicht verhindern. Molotow-Cocktails flogen, die Übertragungswagen von ARD und ZDF wurden demoliert. Trabis wurden in Brand gesetzt. Heute Vormittag die Bilanz der Polizei. 60 Beamte wurden verletzt, es gab 58 vorläufige Festnahmen. Wir haben in mindestens 2 Fällen Brandstifter auf frischer Tat ertappt, verfolgt und festnehmen können, sodass es in diesen Fällen zumindest ganz sicherlich keinerlei Ausflüchte geben kann. Die Bilanz der Anwohner, ausgebrannte Autos ohne ausreichenden Versicherungsschutz, Bürgersteige, die nur noch lückenhaft mit Pflastersteinen ausgestattet sind und die Sorge, dass die Straßenschlacht vor der Haustür noch tagelang weitergeht. Die Rostocker Polizei hat angekündigt, sie werde härter durchgreifen und, so wörtlich, erneute Ausschreitungen ohne Zögern im Keim ersticken. Im Asylbewerberheim Hinrichshagen treffen unterdessen jeden Tag weitere Roma und Sinti in der neuen Unterkunft ein. Am 1. September soll die Umquartierung abgeschlossen sein. Bonner Politiker haben ein hartes Vorgehen gegen rechte Gewalttäter verlangt. Grundsätzlich, so CDU-Generalsekretär Hinze im Hessischen Rundfunk, müsse rechtsradikalen Entwicklungen künftig schon vorbeugend begegnet werden. Dabei gehe es um ein Problem, das ganz Europa betreffe. Nach Ansicht des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Thierse muss der Verfassungsschutz die rechte Szene besser beobachten. Thierse sprach sich erneut für eine geringere Asylbewerberquote in den neuen Ländern aus. Die Ostdeutschen seien den Umgang mit Ausländern nicht gewohnt. Deshalb sei mehr Behutsamkeit am Platze. Gegen die rassistischen Ausschreitungen in Rostock haben am Abend mehrere tausend Menschen in Berlin demonstriert. Zu dem Protestmarsch, der von der Gedächtniskirche in den Ostteil der Stadt führte, haben Bündnis 90, Grüne, Gewerkschaften und Flüchtlingsorganisationen aufgerufen. Mehrere Redner warfen den Politikern vor, durch Tatenlosigkeit mitschuldig an den Krawallen zu sein. Besonders scharf wurden die Beifallskundgebungen aus der Rostocker Bevölkerung kritisiert. Auch in anderen Städten gab es ähnliche Demonstrationen. In Kroatien haben zurzeit etwa 635.000 Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsgebieten Aufnahme gefunden. Nach offiziellen Angaben stammt knapp die Hälfte von ihnen aus Bosnien-Herzegowina. Seit mehreren Wochen versuchen die kroatischen Behörden, den Flüchtlingsstrom einzudämmen. So dürfen zum Beispiel nur noch Personen einreisen, die eine Unterkunft nachweisen können. Deshalb sollen angeblich Tausende von Menschen an der Grenze zu Kroatien festsitzen.